Sie haben Großartiges geleistet in Politik und Wirtschaft, Kultur, Sport oder Wissenschaft. Sie sind kluge und faszinierende Persönlichkeiten. 64 Frauen aus 6 Donauländern und 8 Städten. Folgen Sie uns auf den Spuren dieser faszinierenden Frauen aus Geschichte und Gegenwart. Danube Women Stories Volume 2 richtet den Blick auf die Leistungen und Erfolge dieser Frauen. Wir begegnen in Ulm Sophie Scholl, die ihren Widerstand gegen das NS-Regime mit dem Leben bezahlte. Zunächst war sie selbst in der Hitlerjugend aktiv, begann aber bald, das Regime zu hinterfragen. Vor dem Ulmer Münster steht ein Denkmal für die Weiße Rose. So nannte sich die Widerstandsgruppe. Sophie, ihr Bruder Hans und andere verfassten Flugblätter, die sie verbreiteten, setzten sich für Freiheit und Frieden ein und mussten dafür sterben. In der ungarischen Hauptstadt Budapest haben wir die Geschichte hinter der berühmten Freiheitsstatue erforscht. Auf dem Gellertberg blickt sie über die ganze Stadt. Wussten Sie, welche Frau dafür Modell gestanden hat und wie sie entdeckt worden ist? In Novi Sad stoßen wir auf Mileva Maric. Sie studierte als eine der ersten Frauen in Europa Mathematik an der Universität in Zürich. Bekannt wurde sie als die Frau von Albert Einstein. Dass sie selbst eine herausragende Naturwissenschaftlerin war, blieb eher im Hintergrund. Die modernen Frauen leisten Besonderes in ihren Berufen, in der öffentlichen Politik, in Kunst und Wissenschaft, Sozialarbeit oder Wirtschaft. Mit ihrer Persönlichkeit prägen sie die Gesellschaft. Ihre Biografien sind so vielfältig und einzigartig wie die Donauregion. Aus den Interviews mit ihnen entstanden eindrucksvolle Porträts unterschiedlicher und großartiger Frauen. Entdecken Sie die Danube Women Stories Volume 2. Ein Buch über Frauen, aber kein Frauenbuch. Deshalb wünschen wir ihm nicht nur viele Leserinnen, sondern ebenso viele Leser. Lassen Sie sich inspirieren.